In einem Quadrat mit 8 cm Seitenlänge verbindet man die nacheinander folgenden Seitenmitten. Im erhaltenen Quadrat wiederholt man dies und so weiter. Bestimme die Summe der Flächeninhalte der ersten 15 Quadrate. Wir starten also mit einem Quadrat, dessen Flächeninhalt 64 beträgt. Jetzt konstruieren wir das zweite Quadrat wie beschrieben, so. Der Flächeninhalt von diesem zweiten Quadrat ist natürlich genau die Hälfte vom Flächeninhalt von diesem Anfangsquadrat. Wieso? Weil dieses Dreieck flächenmäßig 8-mal im großen Quadrat hineingeht und 4-mal im kleinen Quadrat hineingeht. Das nächste Quadrat ist wieder halb so groß wie das vorige. Das nächste Quadrat ist halb so groß wie dieses da und so weiter. Und das machen wir dann 15 Mal. Im Modell stoppen wir hier. Das ergibt dann als Zahlenfolge die jeweiligen Flächeninhalte der aufeinanderfolgenden Quadrate. Das heißt, 64 mal ein halbes ist 32, mal ein halbes ist 16 und immer so weiter. Das führt also zu dieser geometrischen Zahlenfolge, zu der uns diese Formel zur Verfügung stehen. Und wir wissen von dieser Folge, dass T1 64 ist und dass Q ein halbes ist. Also so. Wir suchen hier die Summe dieser 15 ersten Glieder. Also werden wir diese Formel einsetzen. Formel, in der wir n da und da durch 15 ersetzen, indem wir hier T1 durch 64 ersetzen und indem wir Q da und da durch ein halbes ersetzen. Somit ergibt sich für S15 diese Rechnung. Hier werden wir nach oben und unten mit minus 1 multiplizieren, so stoßen wir auf diese Rechnung. Und 1 geteilt durch 2 hoch 15, diese Zahl ist wirklich winzig, winzig klein, weil 2 hoch 15 sehr, sehr groß ist. Die ist dermaßen klein, wir sagen, sie sei verschwindend gering und löschen sie einfach, das ist praktisch 0. Und somit finden wir als Summe dieser 15 Flächeninhalte 64 mal 2, das heißt ungefähr 128 Quadratzentimeter. Das ist genau das Doppelte vom Flächeninhalt des Anfangsquadrats.